So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Empyrean. Und ja, wir wollen ja jetzt versuchen, das mit dem Warp-Antrieb, ne? Ich weiß gar nicht, hatte ich das jetzt schon so weit laufen lassen, dass das fertig war? Ich bin mir gar nicht so sicher, kann sein, dass wir jetzt noch was anderes machen müssen. Bin mir jetzt nicht so ganz schlüssig. Ja, ist gerade noch dabei, ist gerade noch dabei, aber es ist egal. Toll. So, Licht an. Jetpack an. Denn ich hatte ja letztes Mal festgestellt, dass wir das Ding hier brauchen. Genau, das heißt, ich nehme das alles mit. Dann das, genau, dann haben wir den auch dabei. So, und jetzt habe ich überlegt, ob wir vielleicht noch, wir hatten da noch diesen kleinen Konstruktor ganz, ganz am Anfang. Genau, den hier. Ich denke, die nehmen wir auch mit. Vielleicht so ein bisschen Stahlblöcke. Dann können wir erstmal ein Fundament setzen. Fensterblöcke vielleicht auch nicht verkehrt. Was wäre denn da erstmal noch ganz, ganz wichtig? Ah, ein Lichtblock. Ein Lichtblock ist auch ganz okay. Genau. Pflanzenbeet, Beton. Oh, kann auch nicht schaden. Nehmen wir mit. Achso, das ist das Kleine. Müssen wir das hier mitnehmen? Wasser kann man eh immer gebrauchen. Genau. Oh ja, natürlich, wenn man Pflanzenblöcke hat, braucht man noch Pflanzenlicht. Logisch. Ein Bett ist auch immer von Vorteil. Plasmakanonenzelle, okay. Fusionszelle nehme ich mal mit. Das hört sich wichtig an, genauso wie das hier. Oh, das Motorrad. Auch wichtig. Türen oder so haben wir jetzt gerade nicht, aber ist auch nicht so dramatisch. Wir haben zumindest ein bisschen was dabei. Und dann möchte ich nach. Jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich denn da für einen Warp-Antrieb? Womit fliegt der Warp-Antrieb, ne? Gucken wir mal. Wir können das ja jetzt installieren. Ist nur die Sache, wo? War eigentlich da schon alles voll. Ja. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen improvisieren. Ich habe hier noch ein bisschen Platz drin. Das heißt, dich packe ich jetzt mal kurz dahin. Und dich dahin, genau. Der Warp-Antrieb. Ach du Scheiße. Das müsste jetzt echt zu groß sein, ja? Der Warp-Antrieb. Wahnsinn. Tja, ist der Warp-Antrieb so groß wie Chef? Super. Okay. Und was mache ich da rein? Fusionszellen oder so? Okay. Wir haben hier die MPDA, die Wissensdatenbank. Oder? Eigentlich schon, ne? So. Warp, 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 warp. Muss er irgendwo sein hier.
Warp, da haben wir's. Nein, nein, Warp, genau. Pentaxid, okay. Pentaxid brauchen wir. Davon haben wir ja jede Menge gesammelt. Eben als wir auf diesem Mond waren. Also ich weiß nicht, ob wir das Ruder reinschmeißen können. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Ja gut, jede Menge ist ein bisschen vielleicht übertrieben, aber... Ah, das veredelte. Okay, das ist ja gut. Weil ich glaube, hier müsste nämlich noch jede Menge davon drin sein. Oder auch nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier reinschmeiße, dann kann er das veredeln. Aber wo ist denn der Rest? Das war doch nicht nur dieses bisschen, das war doch noch mehr. Finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Naja, das kriegen wir schon. Immerhin haben wir dann... Oh, okay. Kommt schon gut was bei rum, wenn ich das gerade so sehe. Also damit sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, hin und her zu springen. Wobei wir ja noch nicht wissen, wie viel brauchen wir denn davon allem, um da irgendwie hinzukommen und wieder weg. So, das heißt, ich mache das jetzt erstmal wieder zu. Genau. Welches hatte ich denn ausgewählt? Ich glaube das hier, ne? Ja, das sieht richtig aus. So. Da hatten wir, glaube ich, dieses dunkle Blau. Ganzer Block. Nee, muss das hier gewesen sein. Ja, besser. Weil dann kann ich zwar drauf zugreifen, aber es ist auch gleichzeitig irgendwo ein bisschen geschützt. Dann wollen wir nicht ganz so schlechtes Gewissen haben. Das lasse ich mal bei mir. Man weiß ja nie. So, das heißt, wir sind bereit. Auf geht's. Jetzt müssen wir schon gleich wieder raus sein. Geht relativ schnell, ne? Stromverbrauch 53%, 48 Minuten reicht das dann, okay. So. War das der da? Warte, wir markieren ihn mal. Das hier, genau. Dahin wollte ich, oder? Ha. Ja, gehen wir einfach mal dahin. Genau, Ziel erfassen. Das wäre das. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie den Warp-Antrieb aktivieren. Wie auch immer das geht. Was ist J? Ja, wie aktiviere ich den Warp-Antrieb? Gibt es hier irgendwie, warte mal. Steuerung. Ach, K ist das, okay. Achso, okay, schneller fliegen. Machen wir.
Springen wir dann einfach irgendwo. Wir sind direkt da. Ja, sehr geil. Oh, es sind viele Asteroiden. Ist ein bisschen anders als das, was wir kennen, ne? So, dann gucken wir doch mal, wie der Planet so ist. Aber cool, dass das jetzt geht. Super geil. Ja, hammerhart. Ich sehe gerade, wir sind immer noch fast tot. Das ist natürlich nicht so gut. Der Planet sieht irgendwie nicht so freundlich aus. Ne, wir gucken mal. Vielleicht haben wir da alles mit drauf. Also hier letztendlich ist ein riesengroßes Asteroidenfeld. Also hier müsste man jetzt ganz schön übelst abklappern, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwas ist. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Da ist eine Raumstation. Da könnten wir vielleicht erstmal hinfliegen. Versuchen wir das mal. Fliegen wir erstmal zu der Raumstation. Sofern die freundlich ist, ich weiß es ja gar nicht. Hoffen wir es. Sie denn? Ich markiere die mal als Ziel, oder? Ach, da ist er, okay. So, na komm. Naja, wobei, das machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, wir behalten den Spannungsbogen oder halten den Spannungsbogen aufrecht und dann gucken wir uns an, was das da ist. In die Sonne, bis dahin, euer Mr. Zocker.